Der inzwischen als Kronzeuge gehandelte Reza Sarab hat in dem Prozess gegen den stellvertretenden Chef der Halkbank, Hakan Atilla, vor Gericht ausgesagt. Sarab erzählte, dass er vom Europaminister Egemen Barış Hilfe bekommen habe, um ein Konto zu eröffnen, und dass er dem ehemaligen Wirtschaftsminister Safer Charlayan 45 bis 50 Millionen Euro Schmiergeld gezahlt hat. Die britische Financial Times schrieb, dass das Herauskommen der Schmiergeldzahlung an den ehemaligen Wirtschaftsminister für die Regierung von Präsident Erdogan peinlich ist.